Und wir legen los mit der ersten Frage. Money, money, money. Es geht um das Thema Entgeltabrechnung. Ganz smooth. Wahr oder falsch, die Kirchensteuer beträgt 9 oder 8% vom Bruttogehalt. Ist das richtig oder falsch? In der Zeit beantworte ich mal kurz Sarahs Frage. Gibt es eine Sache, die man unbedingt auswendig können muss, was vielleicht oft übersehen wird? Puh, also was oft übersehen wird, haben wir schon ein paar Sachen drüber geschrieben bzw. geredet, dass ihr die Sachen genau lesen müsst. Was wollen die jetzt überhaupt von mir? Das kann ich euch nur mitgeben. Auswendig können, also sowas wie bestimmte Prozentsätze oder so. Wenn dann zum Beispiel bei der Gewinnverteilung, da ist es 4%, das solltet ihr euch auf jeden Fall merken, der Rest nach Köpfen, ja, also diese 4%. Oh, aber ansonsten, dass ihr bei der Entgeltabrechnung die Prozentsätze auswendig können müsst, eher nicht. So, jetzt Kirchensteuer beträgt 9 oder 8% vom Bruttogehalt. Ihr habt gesagt, 23 Leute sagen, ja, ist richtig, 15 ist falsch. Und ich habe euch wieder hier auch wieder verarscht. Na, es ist nicht vom Bruttogehalt, sondern wovon wird die Kirchensteuer berechnet? Nicht vom Bruttogehalt. 8 oder 9% ist schon gut, aber nicht vom Brutto. Gräfin. Und Landi hat es auch gesagt, von der Lohnsteuer, Leute. Von der Lohnsteuer. Leute, sonst würden wir unfassbar, Pfand haben wir sowieso schon, aber so viel Kirchensteuer. Stellt euch vor, jetzt verdient 10.000 Euro brutto und dann müsstet ihr 900 Euro Kirchensteuer bezahlen. Nee, nee, also es ist von der Lohnsteuer. Ne? Genau lesen. Das ist wieder mein Tipp. Genau lesen. So, wer war am schnellsten? Ginny, Landia, Mozicke, LS und Yvonne. Genau. Ich zahle denen nichts, Gräfin. Ja, auch eine Methode. Ja, Mutzi, es ist schon schwieriges Thema. So, Frage 2. Bleiben wir kurz bei Kirchensteuer. In welchen Bundesländern ist die Kirchensteuer 8%? Ist das NRW und Sachsen? Sachsen? Bayern und Brandenburg? Bayern und Baden-Württemberg? Oder Berlin und Bremen? Kann man wissen, ja. Ich weiß ja nicht, je nachdem, in welchem Bundesland ihr seid, ist das vielleicht für euch eine Rolle, obwohl eigentlich, wir reden ja hier über die Jana Loft KG, die sitzt in Köln oder in Düsseldorf, ne? In NRW, das heißt immer 9%. Und es ist Bayern und Baden-Württemberg, da ist es 8%. Es ist übrigens, glaube ich, auch so, dass die in Bayern und Baden-Württemberg, nicht wie bei uns hier in NRW, da zahlen wir ja jeden Monat quasi die Kirchensteuer, direkt wie die abgezogen von unserem Entgelt. Aber in Bayern und Baden-Württemberg ist, habe ich jetzt gelesen, dass die einmal im Jahr so eine Rechnung bekommen von der Kirchensteuer. Und alles auf einen Schlag. Das ist aber brutal. Vielleicht kann mir das jemand bestätigen, der aus Bayern oder Baden-Württemberg kommt, ob das wirklich so ist. Jana Loft ist in Hamburg? Ist das so? Ich dachte, die wäre in Düsseldorf. Ist auch egal. Hamburg ist auch 9%. So, Freunde. Ist so in Bayern? Krass. Krass, Alena, das ist heftig, ey. Einmal im Jahr gibt es da eine fette Rechnung von der Kirche. Ginny, Mansur, Mozicke, Großes Licht und Kay. Okay, Leute. Dann Frage Nummer 3. Wie viele Lohnsteuerklassen gibt es? Das ist eine Sache, die ihr wissen müsst. Wie viele Lohnsteuerklassen gibt es? Die würde ich euch auch empfehlen, auch die einzelnen Lohnsteuerklassen zu können. Was ist dann welche Lohnsteuerklasse? Das solltet ihr drauf haben, Leute. Also nicht nur die Anzahl, sondern auch zu wissen, okay, Steuerklasse 1 ist das, Steuerklasse 2 ist das, 3 ist das, 4 ist das, 5 ist das und 6, ganz genau, Leute, sehr gut. Es gibt 6 Lohnsteuerklassen. Gehen wir jetzt nicht nochmal einzeln durch, habe ich ein Video zu gemacht, könnt ihr euch auch gerne mal angucken, Lohnsteuerklassen und auch, ob sich eine Heirat überhaupt steuerlich lohnt. Ja, Gräfin, auf jeden Fall, sollte man wissen, ist auf jeden Fall auch für einen selber ja wichtig. Wir gucken mal. Hat sich nichts geändert. Ginny ist noch am Start. Mansur, Mozicke, Großes Licht und Kay mit Feuerzeichen. Frage 4. Du bist verheiratet. Welche Kombination kommt nicht in Frage? Okay, ich glaube, ich sehe schon, da seid ihr gut drin. Das ist gut.
Yep. Sehr gut, Leute, genau. Es ist grün, ne? Also 2 und 6. Man muss zwar insgesamt auf 8 kommen, das könnt ihr euch merken, man muss immer auf 8 kommen. 4 und 4 geht man rein, wenn man ungefähr gleich viel verdient. Ja. 3 und 5 oder 5 und 3, dementsprechend, wenn jemand, der eine mehr verdient als der andere, dann überträgt man den sogenannten Grundfreibetrag. Ja. Und deswegen ist das dann ein steuerlicher Vorteil in dem Sinne, aber auch nur ein temporärer. Und genau, es ist 2 und 6. 2 haben wir schon gesagt, eben sagte einer alleinerziehend, und 6 ist quasi, wenn man einen Zweit- oder Nebenjob hat. Yes. Oh, Kleini und Jawollo am Start. Okay. Bild ist unscharf geworden. Das liegt vielleicht an Gräfin, an deinem WLAN, oder? Ich hoffe nicht, dass sich der Stream hier gleich abkackt. Frage 5. Wie hoch ist dein Beitrag zur Rentenversicherung? Okay, ich habe es eben noch gesagt, ihr müsst die Prozentsätze nicht auswendig können, aber vielleicht wisst ihr das trotzdem, weil ihr vielleicht schon ein paar Entgeltabrechnungen gemacht habt. Ja, irisch. Ich habe dich gekriegt, irisch. Ja, du hast recht, der Rentenversicherungsbeitrag ist 18,6. Aber ich habe ja gefragt, wie hoch ist dein Beitrag? Das heißt, Arbeitnehmer und Arbeitgeber zahlen jeweils die Hälfte. Das heißt, die Hälfte von 18,6 ist 9,3. Habe ich euch wieder verarscht. So, und zwar, genau, Ginny, Mondzicke, Kleini, Laura und Landia. Yes, sehr gut. Okay. Wird noch spannend, Munzicke. Genau, Lanja, 50-50, ne, wird der aufgeteilt. Bleiben wir bei den Sozialversicherungen. Oh ne, erstmal vermögenswirksame Leistung nach Frage 6. Was ist denn das denn? Was sind vermögenswirksame Leistungen? Ganz genau. Das sind freiwillige Leistungen des Arbeitgebers. Ja, Geld wäre toll. Ja, da kann man echt drüber diskutieren, warum die versteuert sind. Also wenn wir mal irgendwann so eine Entgeltabrechnung mal durchrechnen, werden wir feststellen, die VL, die wird draufgerechnet, mit versteuert und alles und ab unten nochmal abgezogen. Da können wir vielleicht mal irgendwann ein Beispiel zu machen. Die kriegt ihr nicht ausgezahlt, sondern die fließt dann in Bausparvertrag oder in Aktiensparplan. Deswegen Ding heißt ja, ihr sollt Vermögen bilden, vermögenswirksame Leistung. Ich weiß gar nicht, wer von euch VL bekommt. Super Sache. Ja, sinnvolle Sache auf jeden Fall. Cool, wenn eure Arbeitgeber das machen. Manchmal tariflich vorgegeben. Ja, und genau. Könnt ihr aber auch so machen. Könnt ihr auch von, wenn ihr, euer Arbeitgeber das nicht macht, könnt ihr selber sagen, ich zahle aus eigener Tasche 30, 40 Euro jeden Monat und kriegt dann eine kleine staatliche Förderung zu. Gut. Welche Seite meinst du? Kahoot, Christina? Kahoot.it? Wir sind aber auch schon bei. Der. Oh! Munzige kleine Ginny, was ist da los? Landia und Laura. Okay. Dann gucken wir mal auf Frage 7. Welche Versicherung zahlt der Arbeitgeber komplett? Haben wir eben gesagt, die anderen werden alle geteilt. Julia, auf jeden Fall. Ich bin ja auch mündlicher Prüfer und genau, wir werden auf jeden Fall auch noch für die mündliche Prüfung üben. Ansonsten kannst du auch gerne mal auf www.herrgerold.de vorbeischauen, Julia. Mabu! Genau, es ist die Unfallversicherung, Leute. Zack, Landi. Oh, das ist aber noch ein Kopf an Kopf an hier, die Mondzicke hier. So, letzte Frage, Leute. Ab welchem Einkommen zahlt man Steuern? Vielleicht hätte ich sagen sollen Lohnsteuer. Oh Mozi, nein! Was im Raum 5? Okay. Ja, ich war in einem anderen Raum, sonst hätten wir uns bestimmt gesehen. Die mündliche ist ungefähr 5 bis 6 Wochen nach der schriftlichen.
wenn du bei der IHK bist. Bei der HWK, die sind ein bisschen schneller, die sind so 2 bis 3 Wochen nach der schriftlichen. Ja, es ist, also ihr habt einen Grundfreibetrag, Leute, der ist bei 9.900 noch was Euro. Deswegen zahlen viele Azubis, wenn ihr mal guckt auf eure Abrechnung, noch gar keine Lohnsteuer. Ja, sogenannter Grundfreibetrag, das ist ungefähr 10.000 Euro, müsst ihr auch nicht auswendig können. Ja, ändert sich auch jedes Jahr, aber dass ihr es schon mal gehört habt, ein Grundfreibetrag. Mutzige, siehst du mal. Ja, also erst dann zahlt ihr quasi Steuern, Lohnsteuer. So, wir gucken mal aufs Endtableau. Auf Platz Nummer 3, Mansur. Auf der 2, Ginny. Lange geführt, die Ginny. Und auf der 1, die allseits bekannte. Oh, Laura! Laura, herzlichen Glückwunsch. Ich hätte jetzt Mondzicke gedacht. Laura, auf 4 die Mondzicke und auf 5 JJ. Herzlichen Glückwunsch an die Laura. 7 von 8 Fragen richtig. Eyes can always be my night sky.